Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video hier auf unserem Kanal dhmechanics.ch. Ja, wir sind wieder mal unterwegs mit dem Losi Promoto MX und ich werde euch heute mal eine Spezialität von mir zeigen, und zwar ist das die Schanzengumpe. Ja, wir haben verschiedene Schanzen in unserem Repertoire. Wir haben natürlich Naturschanzen, die man draussen antrifft auf ein paar von unseren Strecken. Dort werden wir selbstverständlich vorbeigehen zusammen und wir werden euch auch noch ein paar Sprünge zeigen, respektive Versuche. Wir wissen alle nicht genau, wie sich der Losi Promoto auf unseren Schanzen verhält. Wir haben es schon mal ein bisschen angetestet mit der kleinen schrägen Schanze. Das wäre die zweite, und die dritte ist dann wirklich die dürre Bogni. Todeskicker. Voilà, das ist der Name, den ich gesucht habe. Das ist der Todeskicker. Aber wir hatten schon ein paar Kerne, die dort ihr Ende gefunden haben. Das Teil, das verrummt jedes Auto, das nicht dafür vorbereitet ist. Und wir müssen natürlich schauen, wie sich der Losi auf diesem Teil verhält. In den paar YouTube-Videos, die ich gesehen habe, zieht es dann eben schon recht vorab. Und dann machen wir halt einfach einen Frontflip, oder? Seid gespannt, bleibt dran. Let's go. Thank you.
Jo, das wär's gewesen von unserer Sprung-Session. Das war doch wirklich eine kranke Geschichte. Ich würde sagen, ich habe es drauf. Losi springt gut und jeder, der mit dem Losi gumpen kann, der kann so mit allem anderen gielen. Etwas ganz anderes, etwas ganz Neues, hat absolut Spass gemacht. Ich würde sagen, die Riesenschanze, die ihr jetzt hier zum Schluss noch gesehen habt im Wald, das war definitiv das Unikum gewesen. Das geht so schnell nicht wieder. Also geniessen die Bilder noch einmal. Das war eine heftige Sache. Ja, sonst würde ich sagen, nehmen wir sicher für mit dem Losi die halbschräge Schanze mit, die ihr gesehen habt auf dem Parkplatz. Die eignet sich, glaube ich, am besten und nicht, dass sich da noch irgendjemand das Genick bricht mit dem Losi. Also Gili, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Salut!